Nach der leichten Schwäche der letzten Tage an der Wall Street sehen wir heute wieder das alte Muster. Man kauft die ohnehin schon sehr, sehr teuren Tech-Werte. Gleichzeitig wird der VIX gecrashed mit dem minus 12%, also das Volatilitätsbarometer. Das zeigt, dass Puts jetzt sehr, sehr günstig sind. Warum sind sie günstig? Weil keiner irgendwie mit einem fallenden Markt rechnet. Dementsprechend sehen wir, dass der VIX weiter abschmiert. 12% geht es heute für dieses Barometer nach unten. Und auf der anderen Seite sehen wir die Anzeichen für eine Rezession auch in den USA immer deutlicher. Wir haben so viele Indikatoren, die jetzt ziemlich klar machen, wohin die Reise geht. Und besonders betroffen ist der Immobilienmarkt weltweit, könnte man sagen. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen. Hier sehen wir zunächst mal den VIX mit minus 12%. Und es sind wieder die großen Tech-Werte vor allem, die das Ganze mit nach oben ziehen. Dementsprechend der Nasdaq, der stärkste Index heute mal zur Abwechslung. Alle Indizes im Plus und hier sehen wir oben den VIX und unten den S&P 500, der sich jetzt so stark verengt. Allerdings eine kurze Zeitebene, aber das ist schon ein seltenes Bild, was man hier sieht. Normalerweise ist der Freitag der VIX Crash Day, also wo gerne das Volatilitätsbarometer nach unten geprügelt wird. Heute hat man das mal vorgezogen. Wahrscheinlich zwei Gründe. Man hofft, dass die Fed im Juni die Zinsen nicht anheben wird, obwohl die heutigen und gestrigen Arbeitsmarktdaten das nicht gerade bestätigen. Morgen kommen ja die großen US-Arbeitsmarktdaten und man geht davon aus, dass dieser Schuldendeal jetzt endgültig durchgeht. Dazu gleich mehr jedenfalls. Sehen wir, dass der S&P 500 zwar in der Nähe seines Jahreshochs ist, aber nur 38% der Aktien über ihrem 200-Tages-Durchschnitt handeln. Das heißt, wir sehen nach wie vor geht die Marktbreite flöten. Heute, wie gesagt, ein bisschen Entspannung in dieser Sicht. Aber wenn wir uns mal die Rallye im Februar anschauen, damals der S&P mit einem Anstieg und es waren 75% der Aktien, die über ihrem 200-Tages-Durchschnitt im Februar gehandelt haben, jetzt etwa 30, also das ist schon ein extrem konzentrierter Klumpenrisikomarkt, könnte man sagen, sodass der Nasdaq jetzt insgesamt den Dow Jones, also die Industriewerte, wenn man so will, um mehr als 24% seit Jahresbeginn outperformt. Das ist die größte Outperformance, seit es den Nasdaq gibt, nämlich seit dem Jahr 1971. Also macht es sicherlich Sinn, perspektivisch jetzt Nasdaq-Titel zu kaufen, wenn die Dinge schon so im Extrem sind. Na klar, und hier sehen wir, dass auch seit Jahresbeginn oder seit dem Mai genauer gesagt, es nur im Mai jetzt, der ja gerade jetzt vorbei ist, dass es nur 8 Monate gab, wo wir eine ähnlich krasse Entwicklung gesehen haben, was die Outperformance betrifft. Wie gesagt, seit Jahresbeginn neues Rekord, hoch Nasdaq zu Dow Jones. Der Mai an sich war der 8. stärkste Monat oder der Monat mit der 8. stärksten Outperformance des Nasdaq. Und womit hat das zu tun? Natürlich mit KI, meine Damen und Herren. Und hier sehen wir mal die Erwähnungen von KI in Earnings Calls. Booms, das geht nach oben. Dabei nutzen ja schon viele Unternehmen KI, gar keine Frage. Das ist praktisch die Einladung, please buy my stock, wie ein Twitter-Kanal das hier kommentiert. Also kauf bitte meine Aktie. Und das hat nicht funktioniert bei C3.ai, amerikanische KI-Firma, die heute 20% im Minus ist, nachdem sich herausgestellt hat, dass die Umsatzerwartungen viel, viel schwächer sind, als der Markt erwartet hat. Und das ist so eine Parallele zu dieser Internetblase. Da wurde auch am Anfang alles nach oben gepusht und man hat dann später erst gesehen, wer Zukunft hat und wer nicht. Und das wird in dieser KI-Blase dann auch so sein. Natürlich hat das Substanz, hat die Grundgeschichte Substanz, aber viele Aktien haben eben keine Substanz in diesem Bereich. Ob eine Nvidia Substanz hat, das werden wir noch sehen. Jedenfalls ist normalerweise der Juni der mit Abstand schlechteste Monat für Tech-Werte. Mal sehen, nach diesem großartigen Mai, nach dieser großartigen Performance seit Jahresbeginn, geht man offenkundig davon aus, dass die ganze Geschichte schon so weiterläuft. Okay, wir werden sehen. Und hier, wie gesagt, diese Hoffnung, vor allem durch einen Artikel auf Bloomberg, die Fed sendet ein eindeutiges Signal für eine Zinspause. Naja, ich würde das mal ein bisschen hinterfragen, denn es waren zwei Speaker von der Fed,
die sich dementsprechend geäußert haben. Aber etwa 5 oder 6 haben gesagt, wir müssen weitermachen mit den Zinsen. Das ist also jetzt gar nicht so eindeutig. So oder so, wenn nicht im Juni, dann gehen die Märkte davon aus, eher im Juli. Aber morgen ja, wie gesagt, dieser große US-Arbeitsmarktbericht, der könnte die Fed vielleicht dann doch bewegen, im Juni die Zinsen anzuheben. Wir haben kurz vor der nächsten Fed-Sitzung dann nochmal die Inflationsdaten. Also, das ist alles andere als sicher, was da passieren wird, so, zumal wir heute wieder starke Arbeitsmarktdaten hatten. ADP-Arbeitsmarktbericht 278.000, etwa wieder 100.000 mehr als erwartet, genauso wie schon im letzten Monat, genauso wie gestern die offenen Stellen, die Jobs, viel besser als erwartet. Also der Arbeitsmarkt ist ein nachlaufender Indikator, aber der brummt noch. Solange der brummt, ist der latent Lohndruck vorhanden. Das ist genau das Problem. Wir sehen, und das haben die heutigen ADP-Arbeitsmarktdaten gezeigt, dass alle Firmen eingestellt haben, von der Größe her, nur die ganz, ganz Großen haben Leute entlassen. Das ist im Prinzip jetzt die sichtbare Folge der Entlassung in dem Tech-Bereich, die wir eher Anfang des Jahres gesehen haben, denn die Leute stehen dann noch länger auf der Gehaltsliste der Unternehmen, bei denen sie entlassen wurden. Und jetzt erst schlägt sich das in den Zahlen durch. Das sehen wir zum Beispiel beim Challenger Job Cut, der zum Vorjahr um 287% gestiegen ist, vor allem der Tech-Sektor. Natürlich 287% von einem vergleichsweise niedrigen Niveau kommen, das muss man hier dazu sagen, aber so langsam schlägt das durch. Die zweite Hoffnung ist die Schuldenobergrenze, nachdem heute Nacht ja der Senat das Ganze durchgewunken hat. Jetzt ist die Frage, wann, nicht der Senat, das Abgeordnetenhaus, jetzt ist die Frage, wann kommt eigentlich der Senat an die Reihe. McConnell, Mitch McConnell sagt, ja, könnte schon heute sein, und ganz sicher, dass wir diese ganze Geschichte durchkriegen. Im Senat braucht man ja 60 von 100 Stimmen, also das muss funktionieren, eine einfache Mehrheit reicht nicht, und das vor dem Hintergrund, dass man hier dann einen Deal beschließen würde, der ab 2025 keine Schuldenobergrenze mehr vorsieht, und das bei einem aktuellen Debt-to-GDP-Ratio, also Schulden zum BIP-Verhältnis von 367%. Wenn man also jetzt nicht nur die Staatsschulden, sondern auch die Haushaltsschulden und die Firmenschulden mit einrechnet, also das ist praktisch ein absolut endloses Ding. Und hier sehen wir mal, was es bedeuten würde, wenn jetzt diese ganze Geschichte durchgeht. Dann müssten sehr viele Anleihen emittiert werden durch die Amerikaner, um frisches Geld einzunehmen. Das würde das Geld aus anderen Sektoren saugen, wie Lance Roberts hier aus meiner Sicht richtig zeigt. Aber wir haben den Arbeitsmarkt gehabt, der scheint noch stark zu sein. Aber was sagt eigentlich die andere Wirtschaft? Wir haben hier vor allem die Industrie schwach. Das ist weltweit so, das ist in den USA so. Heute der ISM-Index mit dem 7. Rückgang in Folge. Alle Werte unter 50 sind Rückgang. Wir sind heute bei 47, ein paar zerquetschte reingekommen. Und dann sehen wir zum Beispiel beim Konsumenten in den USA auch Macy's stark unter Druck. Man senkt den Ausblick und sagt, ja, die Nachfrage ist nicht mehr so da, die Leute können sich das schlichtweg langsam nicht mehr leisten. Wir sehen Dollar General, auch so eine Billigkette. Hier sehen wir, wie stark die Aktie abgeschmiert ist. Shoppers sit on their hands, und vielleicht eines der besten Rezessionssignale ist von Costco. Also diesem dieser Lebensmittelkette in den USA, die sagen, was wir immer gesehen haben kurz vor einer Rezession ist, dass die Leute weniger Rindfleisch kaufen und dafür mehr Schweinefleisch und mehr Geflügel. Warum? Klar, Schwein und Geflügel ist billiger als Rind. Dementsprechend zeigt sich das schon, was da kommt an solchen Alltagsbeobachtungen eines großen Unternehmens in den USA. Und schauen wir uns mal die Delinquency Rates für Kreditkarten an, also die Zahlungsausfälle bei Kreditkarten. Auch das geht nach oben, jetzt höchster Wert seit 2010, vor allem in der Altersgruppe 20 bis 30. Also die jungen Leute, die hier Probleme haben. Aber schauen wir auch ruhig mal auf die Märkte, und da sehen wir, zyklische Aktien sind jetzt im Grunde schon an dieser Marke, wo immer eine Rezession eingetreten ist. Also das ist eine ziemlich überragende Wahrscheinlichkeit. Wird dann die Inflation sinken? Wahrscheinlich. Das tut sie bereits in der Eurozone. Hier haben wir Deutschland ja bereits in der Rezession. Die Inflation im Mai nur noch, in Anführungszeichen, nur noch 6,1%. Aber damit liegt die Inflation immer noch weit, weit über den Zinsen. Dementsprechend sagt
meine zweitbeste Freundin Christine Lagarde, kein Beweis für den Rückgang der Kerninflation, also die Inflation ohne Nahrung und Energie. Wir sehen, die Kerninflation ist nicht wirklich gefallen, nur ein ganz, ganz bisschen. Die Headline-Inflation, also mit Nahrung und Energie, ist deutlicher nach unten gekommen. Und während Lagarde sagt, also indirekt sagt, wir müssen weiter deutlich die Zinsen anheben, sagt Villeroy, der Franzose, das, was jetzt noch kommt an Zinsanhebungen, das ist marginal. Man scheint also da noch nicht so wirklich einig zu sein. Villeroy sagt, wir sind fast fertig. Lagarde sagt, wir haben noch eine weite Strecke vor uns. Aber jetzt nochmal zu dieser Immobiliengeschichte. Wir sehen in den USA die Immobilienkäufe von Investoren. Minus 49% zum Vorjahr. Das ist ein Rekordabsturz, hat es noch nie gegeben, weil eben dieser Sektor Probleme hat, vor allem der Gewerbeimmobiliensektor. Das ist die erste Empfehlung für heute. Die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, europäische Immobilienaktien. Schauen Sie sich das mal an. Vorreiter SBB, dieser schwedische, der größte Immobilienvermieter in Schweden. Die haben wirklich schon richtige Liquiditätsprobleme. Das könnte eine sehr heiße Nummer werden. Das könnte praktisch der erste Dominostein sein, der fällt. Das ist die zweite Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, BRICS ergreifen ihre Chance. Die treffen sich, wollen sich erweitern, wollen neue Mitglieder aufnehmen und über die eigene Währung diskutieren. Wird das klappen können? Die haben verschiedene Interessen. Die sind teilweise Konkurrenten. Viele dieser BRICS-Staaten sind Rohstoffländer, damit in einer Konkurrenz zueinander. China und Indien sind in einer geostrategischen Konkurrenz zueinander. Kann das funktionieren? Das ist die große Frage. Also diese drei Empfehlungen. Ich sage jetzt Servus und Ciao.